Mein Name ist Helga Zimmermann. Ich bin Krankenschwester auf der geriatrischen Reha in Burghausen. Und zwar seit Anfang an, seit dem ersten Tag. Ich bin Gründungsmitglied und ich wollte jetzt einfach nur mal ein Statement abgeben zum Thema Maulkorb vom Personal. Also ich werde jetzt nur mal kurz für die geriatrische Reha sprechen und wie wichtig die ist, auch wenn es defizitär ist. Es geht einfach nicht anders. Wir sind sehr gut ausgelastet. Wir haben ein super Team, wir sind alles Profis. Es geht um alte Leute, die hinfallen, die sich einen Schenkelhals brechen, die einen Schlaganfall haben. Und diese Menschen, die da aus der Umgebung kommen, die haben keine andere Chance. Wenn wir mir zumachen, dann kommen die nach Griesbach oder was weiß ich wohin. Diese Menschen können nicht zu Untersuchungen oder zu Therapien von A nach B selbst gehen, das geht nicht. Bei uns ist es so, die werden zu jeder Therapie gebracht und geholt. Die sind bei uns sehr gut aufgekommen. Wir sind ein motiviertes Team. Ich bin immer noch sehr motiviert und engagiert, so wie auch alle meine Kolleginnen. Also ich kann für alle sprechen. Und dass wir mir vielleicht jetzt anfangs jetzt nichts gesagt haben, liegt an dem, dass wir mir geschockt waren. Wir haben es ja aus der Zeitung erfahren und wir waren paralysiert. Also wir waren echt geschockt, was jetzt da passiert mit dem Krankenhaus. Und speziell jetzt noch mit zur geriatrischen Reha, ja, also und zu den Patienten, es ist wirklich schwierig, die sind bei uns da daheim. Die haben da ihre Angehörigen da, die kommen, diese Menschen, wenn wir mir zumachen, die haben überhaupt keine Chance, die kennen nirgends woanders. Und wir haben wirklich sehr gute Erfolge auch, also wir machen oft Unmögliches möglich. Und denke mir, gerade die älteren Menschen, denen sowas passiert, was schlimm genug ist, die haben wirklich das Recht, dass auf eine geriatrische Reha und wenn wir noch 100-mal defizitär sind. Also es geht halt nicht anders und wir arbeiten, was wir können und wir machen es gerne. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die geriatrische Reha bleibt. Das war mein Anliegen.